Dieses kleine Rinnsal, das aus einer Quelle im malerischen Karwendelgebirge entspringt, weiß noch nicht, dass es Teil einer Vision ist. Einer Vision, die vor weit mehr als 90 Jahren entstanden ist. Der Ingenieur Oskar von Miller war der Vater dieser Vision. Er träumte davon, dass das Wasser der Isar einmal elektrische Eisenbahnen bewegen würde. Und er träumte davon, unser modernes Leben mit Strom zu versorgen. Die Wasserkraft war für ihn Vorbote einer sauberen und leuchtenden Zukunft. Hier am Stauwehr in Krün beginnt die Nutzung der Isar als regenerative Energiequelle. Bis zu 25.000 Liter Wasser in der Sekunde werden zur Stromerzeugung abgeleitet. In der ursprünglichen Isar verbleiben im Sommer mindestens 5.000 Liter Wasser in der Sekunde und im Winter mindestens 3.000 Liter pro Sekunde. Das abgeleitete Wasser fließt in der sogenannten Isar-Überleitung zunächst oberirdisch in diesem offenen Kanal, später dann unterirdisch weiter bis zum Walchensee. Dass die Isar durch die Wasserentnahme nichts von ihrer ursprünglichen Schönheit verloren hat, zeigt sich in der atemberaubenden Landschaft des Isarwinkels unmittelbar hinter dem Stauwehr Krün. Der 16 Quadratkilometer große Walchensee ist das natürliche Wasserreservoir des Kraftwerkes. Mit einem Höhenunterschied von 200 Metern zum tiefer gelegenen Kochelsee besitzt der Walchensee die ideale Voraussetzung zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft. Dieses gewaltige Potenzial hatte seinerzeit auch Oskar von Miller erkannt. Gegen viele politische und gesellschaftliche Widerstände setzte er seine Vision von der weißen Kohle, wie er die Wasserkraft nannte, in die Tat um. Herzlich willkommen hier auf der Terrasse des Wasserschlosses des Walchensee-Kraftwerks. 200 Meter tiefer sehen Sie die Maschinenhalle des Walchensee-Kraftwerks und 6 Rohrbahnen, über die bis zu 84.000 Liter Wasser pro Sekunde nach unten stürzen, um Strom allein aus der Kraft des Wassers zu erzeugen. Wenn wir uns umdrehen, sehen wir das Wasserschloss. In ihm befindet sich ein Becken mit 10 Millionen Liter Wasser, die notwendig sind, um die verschiedenen Betriebszustände des Kraftwerks auszugleichen. Hier unterhalb des Ausgleichsbeckens, auf der sogenannten Apparateebene, befinden sich die originalen, fast 100 Jahre alten Absperrventile des Ausgleichsbeckens, die bei Bedarf in Sekundenschnelle geschlossen werden können. Durch die 6 gewaltigen, 400 Meter langen Rohre schießen nun bis zu 84.000 Liter Wasser in der Sekunde vom Wasserschloss ins 200 Meter tiefer gelegene Walchensee-Kraftwerk. Seit 1918 wurde mit dem Bau des Walchensee-Kraftwerkes begonnen. Nur 6 Jahre später war dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst soweit, erstmals Strom ins Netz einzuspeisen. Heute werden ca. 12% des gesamten Strombedarfs in Bayern durch Wasserkraft hergestellt. Zum Vergleich, im gesamtdeutschen Strommix beträgt der Anteil der Wasserkraft ca. 3%. So nutzt man hier also perfekt die Topografie der Alpen zur Erzeugung regenerativer Energie. Wir befinden uns hier im Maschinenraum des Walchensee-Kraftwerks. Das ist das Herzstück. Hier schlägt das 8-fache Herz des Walchensee-Kraftwerks. 4 Pelton-Maschinen und 4 Francis-Maschinen. Die Pelton-Maschinen machen Strom mit einer Frequenz von 16 2/3 Hertz für die Deutsche Bahn. Hier sehen Sie Teile, die abgelegt wurden
weil eine Maschine planmäßig einer Revision unterzogen wurde. Wir wechseln nun in den Bereich der Francis-Maschinen. Die Francis-Maschinen machen Strom mit einer Frequenz von 50 Hertz für die Haushalte. Aber sehen Sie sich am besten doch ganz entspannt alleine um. Das Walchensee-Kraftwerk ist ein sogenanntes Spitzenlastkraftwerk. Das heißt, es kann innerhalb weniger Sekunden bei Bedarf Strom ins Netz liefern. Wenn ein Ausgleich zur naturgemäß schwankenden Einspeisung aus anderen regenerativen Quellen wie Sonne und Wind nötig ist, heißt das für die vier Francis-Turbinen Vollgas. Die 8 Turbinen laufen pro Jahr ca. 2000 Stunden und erzeugen in dieser Zeit bis zu 300 Millionen Kilowattstunden Strom. Im Auslaufkanal verlässt das Wasser das Kraftwerk in derselben Qualität, mit der es in den Walchensee geflossen ist. Es fließt als natürlicher Teil der Umwelt weiter in den Kochelsee. Rund 100.000 Besucher pro Jahr lassen sich von der Faszination des Kraftwerkes und der Schönheit der Anlage begeistern. Mehr als 90 Jahre nach seiner Inbetriebnahme strahlt das Walchensee-Kraftwerk immer noch dieselbe Faszination aus wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wahrscheinlich wird es dank seiner auf Langlebigkeit angelegten Bauweise und der laufenden Instandhaltung noch viele Jahrzehnte dazu beitragen, saubere regenerative Energie aus der natürlichen Kraft des Wassers zu gewinnen und so weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt leisten.